Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Stadtprinzessin von Talira Tal. Nein, Kira, nein! Meine Eltern wollen mich nicht zu Zähl als Party lassen. Ach Mensch, ich hab keine Ahnung, warum nicht. Meine Noten wären zu mies. Nein, sie sagen, es würde nicht daran liegen, dass er Ausländer ist. Kira, hör zu, ich... Das nagelneue Handy war ihr beim erhitzten Gespräch aus der Hand geglitten. Fassungslos starrte Tamara dem Telefon hinterher. Es fiel immer tiefer in die quadratische Öffnung im Boden. Wer hat hier einfach die Erde geöffnet? Das muss ein böser Traum sein. Wo ist der Gullideckel hin? Wer hat diese Schlamperei zu verantworten? Derjenige ist verpflichtet, mein Handy zu ersetzen. Es könnte jemand in das Loch fallen und sich ernsthaft verletzen, aber das war für Tamara zweitrangig. Ihr größtes Problem war die Frage, wie sie an ihr heißgeliebtes Mobiltelefon herankam. »Aua!« hörte sie eine Stimme in der Tiefe. Die Sache wurde immer verworrener. »Ist da unten etwa irgendwer im Schacht?« »Hallo?« rief Tamara in die Dunkelheit und hörte, wie ihr Ruf von den engen Kanalwänden widerhallte. Ein rotes Käppi stieg aus dem Abgrund zu ihr empor. Mehr konnte sie nicht erkennen. Hoffentlich hat dieser Kerl wenigstens mein Handy bei sich. »Haben Sie mein Handy?« fragte sie hoffnungsvoll. Das Käppi antwortete nicht, kletterte unermüdlich an die Tagesoberfläche. »Jetzt geben Sie mir doch eine Antwort. Haben Sie es mitgebracht? Ich muss ganz dringend meine Freundin Kira anrufen. Sicherlich macht sie sich schon Sorgen, weil ich auf einmal weg war.« »Andere Probleme haben Sie nicht? Bewerfen unschuldige Menschen mit Mobiltelefonen? Was sagt man denn dazu?« Tamara konnte es nicht fassen. Was bildet dieser Stinker sich ein? Je näher er ihr kam, desto intensiver schlug ihr der Geruch von Kloake entgegen. Himmel, was ist dieser Typ widerlich? Warum kann ich nicht auf einen schnuckeligen Typen treffen? Aber tolle Männer würden natürlich auch nie in Kanälen herumkriechen. Unwillkürlich wich sie einen Schritt zurück, hörte das laute Fluchen einer Frau, die sie nun auch angerempelt hatte. Tamara schenkte der Meckertante keinerlei Beachtung. Der Kanalarbeiter war dem Schacht nun vollends entstiegen. Eine schmutzverschmierte Fratze blickte sie geradewegs an. »Also Benehmen scheint wirklich nicht ihre Stärke zu sein.« »Hä? Was labert der denn nun schon wieder? Ach, egal. Wo ist mein Handy?« Er ignorierte ihre Frage frech und fragte sie stattdessen. »Sie scheinen einen sehr eingeschränkten Wortschatz zu besitzen, obwohl sie ihrer Kleidung nach zu beurteilen eigentlich einem guten Stall entspringen.« »Dummschwätzer! Warum macht er nicht einfach das, worum ich ihn gebeten habe?« Am liebsten hätte sie ihm ihre nagelneue Tasche auf den Kopf gehauen. Aber er war so schmutzig, dass sie Angst hatte, ihre gute Handtasche bei dem Vorhaben zu ruinieren. Sie kam bei dieser Kanalratte einfach nicht an ihr Ziel. Was faselt der vom guten Stall? Mit einem Mal kam Tamara die rettende Idee. Er will sicherlich Kohle von mir haben. Seufzend suchte sie aus ihrer Geldbörse einen 20-Euro-Schein. Kleiner hatte sie es leider nicht, und gewechseltes Geld würde sie von diesen dreckigen Flossen nicht annehmen. Schlimm genug, dass er mein Handy angefasst hat. Wo hat er das überhaupt? Sie konnte es nirgends entdecken. »Hier, jetzt geben Sie mir endlich mein Handy!« Der Typ lachte, und es bereitete ihr einen Schauder, den sie sich nicht erklären konnte. »Dachte ich es mir doch. Du denkst, dass man sich mit Geld alles erkaufen kann. Höflichkeit und Freundlichkeit sind dann überflüssig, was?« Tamara rollte mit den Augen. »Dieser Stinker wird mir doch wohl jetzt nicht auch noch eine Predigt halten. Nee, darauf habe ich echt keinen Bock. Und überhaupt, warum duzt der mich auf einmal?«
Aber es macht auch keinen Sinn, mit diesem Irren zu streiten. Er ist am längeren Hebel, schließlich hat er mein Handy. Tamara holte Tiefluft, zwang sich sogar zu einem flüchtigen Lächeln. »Was wollen Sie denn?« Wieder das Lachen, aber eine Antwort auf ihre Frage bekam sie nicht. »Hören Sie, wir können hier nicht ewig rumstehen. Sie möchten doch bestimmt duschen und ich...« »Duschen, das ist das Stichwort, Prinzessin.« »Prinzessin? Was nimmt sich diese Ratte raus?« »Ruhig bleiben, Tammy. Vielleicht bringt er jetzt endlich einen konstruktiven Vorschlag.« »Ich möchte bei dir duschen, dann bei dir essen und anschließend bei dir übernachten.« »Was hat er gesagt? Ich muss mich verhört haben.« Tamaras Augen hatten sich bei seinen Worten geweitet. »Ganz bestimmt will er mich nur vorführen.« Eine andere Erklärung gab es für das It-Girl nicht. »Hast du denn kein Zuhause?« »Ich habe dir nicht erlaubt, mich zu duzen, Prinzessin.« »Das schlägt doch dem Fass den Boden aus.« »Aber das machen Sie doch auch die ganze Zeit.« »Wie alt mag er sein?« »Er war schwierig zu schätzen.« »Irgendwas zwischen Ende 20 und Anfang 40.« Unter der Dreckschicht, die ihn bedeckte, war nichts zu erkennen. »Stimmt, aber ich besitze auch etwas, was du unbedingt wiederhaben möchtest. Und da du sowieso keinen Wert auf Benehmen legst, macht das nichts aus.« »Also, was ist jetzt? Lass uns endlich zu dir gehen.« Alles in Tamara sträubte sich gegen seinen Vorschlag. »Der Typ kann nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Vielleicht ist er sogar ein blutrünstiger Psychopath. Der kann nicht normal sein.« »Du, ich meine, Sie wollen zu mir nach Hause? Das geht nicht.« »Okay, dann leb wohl.« Er drehte sich von ihr ab und machte Anstalten, zurück in den Schacht zu klettern. »Das ist doch wohl nicht sein Ernst. Er kann doch nicht so einfach verschwinden.« »Warte!« Stetig tauchte er in die Dunkelheit ab. »Bitte, warten Sie!« Er hielt inne. »Ich meine, ich kenne Sie doch nicht. Ich wohne noch bei meinen Eltern und die wären sicherlich nicht erbaut, wenn ich einfach einen Mann mitbringen würde.« »Weißt du, wissen Sie, die Schlossallee ist ein spießiges Viertel. Da würden Sie in Ihrer Aufmachung auf jeden Fall für Aufsehen sorgen.« »Schlossallee? Nummer?« 5. Tamara biss sich auf die Lippen. »Ich muss total gaga sein. Jetzt habe ich der Kanalratte auch noch meine richtige Adresse genannt.« »Bitte geben Sie mir doch mein Handy zurück.« »Du kennst den Deal. Es ist deine Entscheidung, Prinzessin.« »Sie sind unverschämt.« »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich zähle jetzt bis 3. Nach Fristablauf kannst du dein Telefon abschreiben. 1. Gibt es keine andere Möglichkeit?« Sie ärgerte sich, dass ihre Stimme weinerlich klang. 2. »Er gibt einfach nicht nach. Was soll ich denn jetzt machen?« Sie fühlte sich hilflos. »Ich habe keine Chance gegen ihn.« »Na, schön, abgemacht. Duschen, essen und schlafen, aber kein Sex.« »Da hast du aber ganz knapp die Kurve bekommen.« Er verließ den Schacht ein zweites Mal und reichte ihr das ebenfalls verdreckte Mobiltelefon. Tamara griff es, drehte sich auf dem Absatz um und rannte los. Sein Hey tönte ihr noch in den Ohren, als sie mit zitternden Händen das eiserne Portal, welches das weitläufige Grundstück ihrer Eltern von der Straße trennte, aufschloss. »Du bist spät dran«, empfing ihre Mutter sie aus der Küche rufend. »Ich hatte mein Handy verloren«, antwortete Tamara wahrheitsgemäß. »Hast du es wiedergefunden? Setz dich. Ich habe das Essen noch einmal in den Ofen geschoben.« Tamara bejahte kurz die Frage ihrer Mutter und betrat das geräumige Esszimmer. Ihr Vater und ihr Bruder Mika schienen bereits eine ganze Weile zu warten. Mika zockte mit seinem Nintendo und ihr Vater war in seine Tageszeitung vertieft. Ein vorwurfsvoller Blick traf sie, als sie sich ohne Kommentar niedergelassen hatte. »Entschuldigung«, murmelte Tamara lahm. Ihre Mutter servierte das Essen. Das lenkte den Vater von seiner Strafpredigt ab. »Was für ein Glück.
Ich hasse sein ewiges Gelabere über Regeln und Benehmen. So etwas musste ich mir heute schon von Mr. Kanalratte anhören. Es reicht mir für heute. Ist noch Schokopudding von heute Mittag da? Denk an deine Figur, Schwesterherz, sonst kannst du deinen Traumprinzen vergessen. Bei der Äußerung ihres Bruders spürte Tamara, wie ihr Gesicht rot anlief. Dieser kleine Blödmann hat bestimmt wieder ein Gespräch von mir mit Kira belauscht. Habe ich etwas verpasst? Fragte ihre Mutter, als der Türgong ertönte. Das musste Kira sein. Die Arme musste ja wer weiß was gedacht haben, als unser wichtiges Telefonat so abrupt abbrach. Ich gehe schon. Du bist mit Tisch abräumen dran, maulte Mika. Mach du das doch heute für mich. Ich übernehme dann nächste Woche, okay? Ohne eine Antwort abzuwarten, lief Tamara zum Monitor, der den Besucher zeigte. Sie erstarrte, als ihr das dreckverschmierte Gesicht des Fremden aus dem Kanal ärgerlich entgegenblickte. »Hau ab!« zischte Tamara und hoffte, dass ihre Familie von dieser Peinlichkeit nichts mitbekommen würde. »Nein, wir haben einen Deal, Prinzessin.« »Den kannst du vergessen. Ich hole meinen Vater, wenn du nicht augenblicklich verschwindest.« »Für dich immer noch sie. Ich dachte, das hätten wir besprochen.« »Jetzt mach die Tür auf!« »Du spinnst ja total! Hau ab oder ich rufe die Polizei!« Tamara drückte den Monitor aus, ging auf ihr Zimmer, um endlich mit Kira in Ruhe weiter telefonieren zu können. In ihr gemeinsames Lieblingsthema, nämlich die süßen Typen aus der Nachbarschule, platzte Tamaras Vater ohne anzuklopfen ins Zimmer. Vor Schreck drückte Tamara das Gespräch mit der Freundin weg und ärgerte sich zeitgleich maßlos darüber. »Wir müssen uns unterhalten, Tamara.« »Oh«, er sagte Tamara, nicht Tammy. »Die Sache ist ernst. Außerdem sieht er richtig sauer aus. Was habe ich denn gemacht?« »Was ist denn, Papa?« Sie legte das Handy zur Seite und widmete ihm ihre ganze Aufmerksamkeit. Er sollte, egal was sie getan oder nicht getan hatte, nicht noch wütender auf sie werden. »So geht es nicht weiter. Du kannst nicht immer nur in den Tag hineinleben, Spaß haben und dich nicht um andere scheren. Du musst auch mal Verantwortung übernehmen.« »Aha, daher weht der Wind. Mika hat gepetzt, dass ich mich auch die letzten Male nicht an mein Versprechen gehalten habe.« »Blödmann, das schreit nach Rache.« »Papa, ich gehe sofort runter und...« »Räume den Tisch ab«, wollte sie sagen, aber ihr Vater schnitt ihr das Wort ab. »Schön, dass du einsichtig bist. Herr Keller wartet unten. Ich habe ihm versichert, dass du dein Wort hältst.« »Herr Keller? Wort? Von was spricht er?« »Papa, wer ist Herr Keller?« Eine Zornesfalte bildete sich auf der Stirn ihres Vaters. »Herr Mark Keller ist der nette junge Mann, der dein Handy wiedergefunden hat und dem du ein Versprechen gegeben hast und an das du dich selbstverständlich halten wirst.« Tamara schnappte empört nach Luft. »Sind jetzt alle durchgedreht? Papa, ich soll einen wildfremden Typen hier bedienen? Auf unserem Anwesen? Was ist, wenn er ein Verbrecher oder Mörder ist? Du kannst ihn doch nicht so einfach in unser Haus lassen.« »Tamara, du wirst dein Wort halten. Die Alternative wäre, deine Tasche zu packen und auszuziehen.« Er erhob sich. Die Sache war bitter ernst. Auch wenn sie es nicht glauben wollte, stand seine Drohung unwiderruflich im Raum. So etwas hatte ihr Vater noch nie zu ihr gesagt. »Das muss alles ein böser Traum sein. Das würde er doch nie im Leben wirklich mit mir machen.« »Also?« »Ich werde mich um diesen Keller kümmern.« »In Ordnung.« Ihr Vater verließ das Zimmer und hielt ihr demonstrativ die Tür auf. Tamara folgte ihm. Ihr war übel, als sie die Treppe hinabstieg und die Kanalratte erblickte. Der dreckige, stinkende Kerl stand in der Empfangshalle und blickte sich um. Er wirkte deplatziert. »Er gehört nicht hierher. Hoffentlich geht die Zeit schnell um. Ich möchte viel lieber zu Zähler als Party.« Mit hasssprühenden Augen trat sie auf die Kanalratte zu.
Hallo, Prinzessin. So sieht man sich wieder, was? Machen wir es kurz. Ich zeige dir die Dusche und bestelle für dich eine Pizza. Halt, halt, du scheinst die Regeln vergessen zu haben. Hä? Was für Regeln? Für dich bin ich immer noch Herr Keller. Ich bestimme die Reihenfolge und wie es vonstatten geht. Aber in einem Punkt hast du recht. Ich will mich wirklich erst mal waschen. In der Zeit kannst du mir ein Essen zubereiten. Hör genau zu, Prinzessin. Auf die Vorspeise verzichte ich. Das Mahl soll aus Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und Soße bestehen. Gib dir Mühe. Als Nachtisch hätte ich gern eine Quarkspeise mit Früchten, wenn ihr Quark im Haus habt. Du spinnst doch, ich kann nicht kochen. Also, ich erkläre es dir noch einmal. Aber ab sofort erwarte ich von dir, dass du dich zusammenreißt und dich an unsere Abmachung hältst. Ist das klar? Ansonsten werde ich mit deinem Vater reden und unser Deal ist geplatzt. Tammy, reiß dich zusammen. Die Sache ist bitter ernst. Dieser Scheißkerl hat tatsächlich in meinem Haus das Sagen. Eine neue Erfahrung für sie. Und ihr Vater schien auch noch in das gleiche Horn zu blasen. Ich könnte dir, ich meine ihnen, Nudeln mit Tomatensoße kochen und als Nachtisch Joghurt. Keller zog die Augenbrauen hoch. Tamara befürchtete schon eine niederschmetternde Absage. Klingt auch lecker. Okay, aber in dem Joghurt möchte ich frisch geschnittenes Obst. Wo ist das Bad? Hier. Erleichtert betrat sie vor ihm das geräumige Badezimmer. Aus einem Schränkchen suchte sie ihm zwei Handtücher heraus und legte sie auf dem Stuhl bereit. Sie können mein Duschgel benutzen. Das steht da vorne. Sie verbiss sich zu fragen, ob er sich alleine entkleiden konnte. Der Typ brachte es fertig, ihre ironische Frage zu kontern. Und berühren wollte sie diesen Kotzbrocken bestimmt nicht. Bis gleich, verabschiedete sie sich, um in der Küche die versprochenen Nudeln mit Tomatensoße zuzubereiten. Tamara mixte ihre Spezialsoße, die aus Ketchup, Senf, Zucker und Mayonnaise, Paprika und Curry bestand. Etwas anderes konnte sie nicht. Ich brauche auch nichts anderes können. Er kann ja froh sein, überhaupt irgendetwas zu essen zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass er ein Penner ist, der in der Kanalisation lebt. Tamaras Vater hatte sich in der Zwischenzeit zu seiner Ehefrau gesellt, die es sich vor dem Fernseher gemütlich gemacht hatte. Hast du mit Tammy noch einmal wegen der Party heute Abend gesprochen? Wer hat denn da vorhin so vehement geklingelt? Och, nur der Sohn eines früheren Kommilitonen von mir, Dr. Professor Dirk Keller. Und was wollte er? Tammy zur Party abholen? Tamaras Vater musste schmunzeln. Nein, nicht ganz. Er wollte schon zu Tammy, aber nicht um Party zu machen. Er wird ihr das Einmaleins des guten Umgangs beibringen. Die Augen seiner Frau weiteten sich. Unserer Tammy? Davon hast du gar nichts erzählt. Es ist auch eine spontane Aktion. Er ist Streetworker und weiß, wie man mit bockigen Teens umgeht. Tamara muss endlich lernen, Verantwortung zu übernehmen, und dieser Besuch von Mark wird ihr eine Lehre sein. Dein Wort in Gottes Ohr. Ist er denn wenigstens hübsch? Ihr Mann musste ein Lachen unterdrücken. Ich konnte unter der Schmutzschicht nicht viel erkennen. Aber wenn er seinem Vater ähnelt, ist er sehr gut aussehend. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Du immer mit deinen spontanen Ideen. Mir kam die Idee, als er mir seinen Ausweis zeigte. Dirk hat mir schon viel von seinem Sohn erzählt. Ich vertraue ihm. Mark Keller betrat die Küche, als Tamara die Nudeln auf einen Teller füllte. Fast wäre ihr das Nudelsieb aus den Händen gefallen. Er hatte die Dreistigkeit besessen, lediglich mit einem Handtuch um die schmalen Hüften im Haus herumzulaufen. Was sollen denn Mama, Papa und Mika von mir denken? Der zweite Blick offenbarte ihr einen athletischen Körper. Seine Haut war natürlich gebräunt und, was Tamara am meisten gefiel, überhaupt nicht behaart. Der Typ ist ja der absolute Hammer.
Ist das wirklich der gleiche Mann, der heute aus der Kanalisation gekrochen kam? Der war doch ein Penner und jetzt? Diese fein geschnittenen Gesichtszüge und dann diese sanften braunen Augen. Echt süß. Sein Haar war zwar immer noch strubbelig, aber nun glänzte es. Wow, er ist wirklich verdammt heiß. »Willst du in der Aufmachung essen?« bekam sie endlich über die Lippen. »Ich wollte meine dreckigen Sachen nicht mehr anziehen. Ich habe sie in eure Waschmaschine gesteckt. Morgen, wenn ich abhaue, sind sie wieder sauber und trocken.« »Ach ja, die gemeinsame Nacht, die hatte er ja auch gefordert.« Bei seinem Anblick spürte Tamara deutlich die Hitze in sich. »Hey, Tammy, er ist ein Pennbruder«, rief sie sich selbst in Erinnerung. »Aber er ist so süß. Wann habe ich mal die Gelegenheit, mit so einer Sahneschnitte im Bett zu landen?« Mark Keller aß in Ruhe, ließ sich von Tamara Mineralwasser einschenken und schien die Situation zu genießen. »Im Bett hätte ich gerne eine Rückenmassage. Meine Schultern sind total verspannt.« »Ah, diesem Typen würde ich gerne noch ganz andere Stellen massieren.« Tamara fieberte der gemeinsamen Nacht nun regelrecht entgegen. Sie brauchte länger im Badezimmer als sonst. Für Mark hatte sie sich extra hübsch gemacht. Als sie ihr Zimmer betrat, lag er so, wie Gott ihn geschaffen hatte, bäuchlings auf ihrem Bett. »Der Spaß kann beginnen.« Tamara schwang sich rittlings auf seinen Rücken, fing an, die verhärteten Muskeln mit aller Kraft zu lockern. »So, Herr Keller, bitte umdrehen. Ich möchte nun auch die andere Seite.« »Ah, es geht doch«, säuselte er anerkennend. Aber er machte keine Anstalten, sich wie von Tamara gewünscht herumzudrehen. »Was geht?«, fragte Tamara verunsichert. »Das Wort. Bitte. Ich dachte bisher, es würde nicht zu deinem Wortschatz gehören.« »Doch, natürlich. Jetzt dreh dich bitte um, damit ich...« Tamara hatte sich zu ihm heruntergebeugt, um ihm die Worte verheißungsvoll ins Ohr zu flüstern. Ihre Lippen strichen sanft über seinen Hals. Mark Keller rührte sich nicht. »Nun komm schon«, bettelte Tamara. »Nein«, kam die knappe Antwort, die sie auf den harten Boden der Realität beförderte. »Was soll das denn heißen? Findet er mich nicht attraktiv genug? Oder ist er schwul?« Sie konnte keine andere Erklärung finden. Frustriert rollte sich Tamara neben ihn. Mark drehte den Kopf zu ihr und grinste sie an. »Du wolltest doch keinen Sex. Deine Worte. Außerdem schlafe ich nicht mit oberflächlichen Mädchen.« »Ich bin nicht oberflächlich. Du kennst mich nur nicht richtig.« »Tamara, so heißt du doch, oder? Ich habe dich heute gut genug kennengelernt, um mir ein Urteil über dich bilden zu können. Du beurteilst Menschen nur nach ihrem Äußeren. Innere Werte interessieren dich nicht. Und so verhältst du dich auch.« »Das stimmt nicht. Du kennst mich nicht.« Mark schmunzelte und Tamara fühlte sich wie Schokolade in der Sonne. »Mein Vater ist Professor Keller, der Leiter der Uniklinik. Er hat mit deinem Vater studiert. Ich selbst habe ein Studium als Sozialpädagoge absolviert und arbeite zurzeit als Streetworker. Geplant habe ich, eine neue Anlaufstelle von obdachlosen Jugendlichen einzurichten. Ich könnte Hilfe gebrauchen.« Tamara glaubte, ihren Ohren nicht zu trauen. »Deshalb hat Papa zu Mark gehalten. Er war eingeweiht. Was für eine Verschwörung. Und Mark ist auch nicht mittellos. Wahrscheinlich sogar steinreich. Wie peinlich, dass ich mich ihm so angeboten habe. Er wäre als Freund wirklich der Hauptgewinn. Was sage ich denn nun? Himmel, warum kann ich mich nicht in Luft auflösen?« Tamara schluckte schwer, drehte sich zur Wand und spürte, dass ihr Gesicht glühte. Mark deckte sich mit dem Bettzeug zu. »Ich denke, dass du einsam bist und nicht weißt, was du konkret mit deiner Zeit anfangen sollst.
Ich glaube, dass hinter deiner Oberflächlichkeit ein nettes, hübsches Mädchen steckt, das noch nicht begriffen hat, was im Leben wirklich zählt. Das wäre eine super Möglichkeit, dass wir uns besser kennenlernen können. Du könntest mir bei der Einrichtung und Betreuung helfen. Lust und Zeit? Was hat er da vorgeschlagen? Er findet mich hübsch. Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung. Eigentlich klingen seine Worte ganz sinnvoll. Ja, hört sich cool an. Sie hörte selbst, wie lahm ihre Stimme klang. Die ganze Situation verwirrte sie immer mehr. Ihre Gefühle schlugen Purzelbäume und klar denken konnte sie nicht mehr. Mark richtete sich auf, grinste sie zufrieden an. Ich freue mich. Morgen hole ich dich um 14 Uhr ab. Sag mal, was hast du eigentlich in der Kanalisation gemacht? Lächelnd schüttelte er den Kopf. Das ist eine super doofe Geschichte, die mir da passiert ist. Wenn du magst, erzähle ich sie dir morgen, aber heute nicht mehr. Er griff die Decke, in die er sich verhüllte, küsste sie auf die Nase und stand auf. Wohin willst du? Fragte sie verdattert. Na, ich schlafe auf der Couch, damit wir nicht auf dumme Gedanken kommen. Bis morgen, Prinzessin. Er zwinkerte ihr zu und ließ sie allein. Als Tamara am nächsten Morgen erwachte, war Mark bereits fort. Habe ich alles nur geträumt? Aber er will mich doch um 14 Uhr abholen. Wird er wirklich kommen? Sie musste Kira unbedingt diese verrückte Story berichten. Ihre Busenfreundin reagierte anders, als sie sich vorgestellt hatte. Du wolltest mit diesem Penner poppen? Sag mal, geht's noch bei dir? Wie weit bist du denn gesunken? Lass dir doch nicht so einen Scheiß von ihm erzählen. Du Doofe, willst auch noch für den ackern und dich um Assis kümmern? Du bist echt nicht mehr dicht. Streich meine Nummer. Du hast bald andere Freunde, Problemkids und weiteren Abschaum. Kira beendete das Gespräch abrupt und Tamara konnte die Reaktion ihrer Freundin nicht fassen. Mark Keller erschien pünktlich. Immer noch von dem Telefonat verstört, öffnete sie ihm die Tür und weinte, als sie ihm die Geschichte von Kira erzählte. Mark nahm sie in die Arme und strich ihr sanft übers Haar. Weißt du, Tammy, manche Menschen brauchen länger, um zu erkennen, was wirklich wichtig im Leben ist. Manche lernen es auch nie. Du bist auf dem besten Weg und du bist nicht allein. Sollen wir fahren? Sie nickte, genoss seine Umarmung. Ihr war in dieser verrückten Nacht so vieles klar geworden. Mark hat recht. Was nützt es, hübsch zu sein, wenn man dafür oberflächlich ist und keine echten Freunde hat? Dieses herzliche, warme Gefühl, das Mark ihr entgegenbrachte, war mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Das war Stadtprinzessin von Talira Tal. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.